Ja, so beim ersten Konzert, ich fand das Wahnsinn, wo wir da auf die Bühne gegangen sind, beziehungsweise in die Manege, weil ich war im Zirkuszelt, was da für unterschiedliche Leute waren. Also wirklich von kleines Kind bis ältere Damen und Herren. Und also das hat so viel Spaß gemacht, weil man einfach mit der Musik, ich hätte nie geglaubt, dass man so viele unterschiedliche Menschen erreichen kann. Wir sind das Hexagon Percussion Ensemble aus Türkenfeld und Fürstenfeldbruck, beziehungsweise Emmering. Genau. Wir sind 7 Leute und spielen schon in der Formation seit 2008 zusammen. Ja, also jetzt hat seit 6 Jahren. 8, 9, 10. Ja, 6 Jahren. Treffen wir uns schon zusammen und spielen Interpretationen bekannter Hits, wandeln natürlich ein bisschen auf unser Instrumentarium um, versuchen das immer mit konventioneller Schlagzeugliteratur einfach zu mischen, aber auch eine Prise Humor mit reinzubringen, einfach mit spaßigen Einlagen. Wir würzen die Stücke durch. Ja, und bei uns ist auch sehr besonders, dass wir eben nicht nur normale Instrumente hernehmen, sondern wir erzeugen auch Klänge, die so normal keiner kennt. Und machen daraus auch Musik, also ob es jetzt Mülleimer sind, ob es jetzt Einkaufstüten sind oder Popcornbecher. Da ist wirklich alles dabei, über Leitern bis hin zu dann den normalen Instrumenten wie Xylophon und eben das eigene gebaute Patschophon. Also in der Hinsicht sind wir auch sehr vielfältig mit Musikstilen. Zustande, dass wir in der Probe einfach teilweise mal rumblödeln irgendwie. Wobei wir auch echt ernste Momente haben. Ja, man hat haben wir uns jetzt halt eher so als Linie gesetzt, dass wir Musik spielen, die auch bei den Leuten ankommen soll und die nicht nur einfach kopflastig runterprojiziert wurde. Das soll auch einfach jeden ansprechen. Ja. Also ich denke, wir sind auch in allen Richtungen offen. Das sieht man auch an unserem Publikum. Also wir spielen Rap, wir spielen Techno, wir spielen klassische Musik, wir spielen Filmmusik. Also ist wirklich alles dabei. Ja, nee, ich hab gesagt, dann spiel mal gleich nochmal was an, oder? Ja, spiel mal was an. Oh yeah! Ist das eben ein Bass, eine E-Gitarre, ein Sänger und ein Schlagzeug. Bei uns ist die Bühne echt immer rappelvoll und meistens zu klein, das kommt auch noch dazu, aber das Bühnenbild ist auf jeden Fall immer sehr außergewöhnlich. Ich denke, was wichtig ist, dass wir versuchen einfach durch das, was wir machen, eine eigene Linie zu fahren und uns da, denke ich, ganz gut eingliedern, was zu entwickeln, was es so in der Form noch nicht gibt. Ja, manchmal denkt man sich so nach dem Auftritt, wenn man so das ganze Zeug wieder in Anhänger verladen hat, wofür machen wir das eigentlich, weil es manchmal echt ganz schön anstrengend sein kann. Oh ja. Aber dieser letzte Augenblick, nach dem letzten Stück da zu stehen, alle in einer Reihe und sich zu verbeugen und Gänsehaut zu kriegen, so wie jetzt, dann weiß man tatsächlich, wieso man es macht und dass wir einfach den Spaß aufs Publikum übertragen und dass wir mit strahlenden Gesichtern rausgehen und unser Publikum auch und das ist, was zählt.